Läuft bei dir? Oh oh, oh oh. Ja, willkommen zum zweiten Weihnachtsvideo, jetzt am Dienstag. Und es wird eine weitere Verlosung geben, also dranbleiben und mit ein bisschen Glück einen kleinen Shot gewinnen. Und zwar von dem Ultimate Tobacco Black Edition Deja Vu, heißt der. Habe ich einen kleinen Shot bekommen von Blubberhaus, Erdal, Marcel. Vielen Dank an euch. Vom Geruch her so, total unschlüssig. Also auf jeden Fall total eine zitronige Richtung. Aber es gibt nichts, woran das jetzt irgendwie stark erinnert. Also das ist so ein Mix aus Zitronenkuchen, nehmen zwei, normaler purer Zitrone. Ich werde da nicht schlau raus. Was sagst du, Timo? Ja, erinnert halt ziemlich an, also Zitrone ist auf jeden Fall dabei. Ich rieche da jetzt so ein bisschen Bittermandel noch mit raus, so eine leichte Note, aber... Bittermandel, Aroma, zum Backen. Ja, aber sonst würde ich sagen, Zitrone im Vordergrund. Ja, Zitrone definitiv im Vordergrund. Also, da geht, Leute halten in so eine Zitrone-Richtung. Wer das mag, wird wahrscheinlich schon mal so ein bisschen Gefallen dran finden, vorweg schon mal. Ja, zum Setup, das ist, blende ich euch mal hier unten ein. Das ist ein Sapphire Hotshot RT, 3 Aldo-Kamp Platin-Kohlen in normaler Größe, 4 Lagen Alufolie und Overpacking gebaut. Ja, mal zum Geschmack. Bin mal auch gespannt, ob man jetzt so diese bitteren Mandeln, sag ich mal, irgendwie auch rausschmeckt. Also, als wir den Kopf angeraucht haben, haben wir schon mal die ganze Zeit so ein bisschen diskutiert, wonach schmeckt das denn eigentlich. Und die Diskussion ging, glaube ich, schon gute 10 Minuten, weil man wird einfach total wenig schlau draus. Wir haben uns darauf geeinigt, so ungefähr, es ist eigentlich so ein Zitronenkuchen, heißt so ein, ist es bitter. Die Mandeln, weiß ich nicht, man schmeckt schon irgendwie so was ein bisschen in der Richtung raus, so. Also eigentlich erinnert es auch ziemlich an den Joseph Smoke Voltage, der wiederum besteht aus, also offiziell aus Zitronenkuchen, Wassermelone, Amaretto und Mandeln. Und alles, was Voltage ausmacht, quasi fehlt bei dem Tabak, sondern meiner Meinung nach setzt der Deja Vu dann eben auf nur diesen Zitronenkuchen quasi. Aber nicht nachgemacht. Also schmeckt schon sehr, sehr natürlich. Also so wie wenn man jetzt spontan zum Lidl rennen würde und sich da eben Zitronenkuchen kauft. Es schmeckt nicht irgendwie hochgepusht, sage ich mal. Also irgendwie chemisch noch, dass er noch ein bisschen mehr was schmeckt, dass es noch intensiver ist. Also schmeckt schon sehr natürlich so. Und man schmeckt schon auch so ein bisschen so einen warmen Teigboden dann eben raus. Und das, also was die Natürlichkeit betrifft, ist es sehr gut gelungen, muss man sagen. Gerade weil man Ultimate ja auch ein bisschen wegen der chemischen Sorten und der überaromatisierten Sorten vor allem auch kennt. Gibt da noch was zu ergänzen? Nö, ich schließe mich einfach mal deiner Meinung an. Und ja, für mich ist es halt ein schöner Zitronentabak mit so, ja, für mich immer noch ein bisschen Bittermandel. Aber ich muss dennoch sagen, bei dem schönen Zitronentabak, also für mich ist es dann doch eher der Zitronenkuchen, wirklich, weil eine Zitrone, also wenn ich jetzt mal pure Zitrone geraucht habe von Alrean zum Beispiel, super Zitrone, richtig geile Zitrone. Leider so in Deutschland nicht erhältlich noch, in Klammern vielleicht. Ja, für mich ist es halt so ein Zitronenkuchen-Tabak, sage ich mal einfach. Auch jetzt gerade so mit dem Adalia Lemon Pie, wobei der ja schon früher angekündigt war, muss man ja auch sagen. Und ja, ich denke mal, bei Zitronenkuchen, wie gesagt, kann man so bleiben. Wie gesagt, noch so ein bisschen was noch dazu. Was aber noch ganz wichtig ist, der Tabak schmeckt 75%. Also damit ist gemeint, am Ende fehlt da fehlt noch irgendwie was. Irgendeine Note. Also beim Ausatmen dann schmeckt man eben so diese Zitronennote raus. Und am Ende fehlt da irgendwas, da erhofft man sich irgendwas. Das liegt aber nicht daran, dass man irgendwie noch nicht richtig angeraucht hat und irgendwas. Also wir rauchen jetzt seit
20 Minuten kommt hin, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da kommt einfach nicht mehr. Man erhofft sich etwas, aber da kommt halt nicht mehr. Bleibt einfach bei diesem Zitronenkuchen, warmer Teig, wie schon gesagt. Ja, und danach schmeckt auch, also das, was man rausschmeckt, das Beschriebene, das schmeckt auch schon ziemlich gut, wie gesagt, sehr natürlich. Aber am Ende, da fehlt nochmal irgendwas. Kein drittes Aroma, wie jetzt zum Beispiel eben diese Wassermelone von Voltage oder irgendwie was in der Richtung. Da kann man bewusst weglassen, aber vom Geschmack einfach. Irgendwas fehlt da noch so gegen Ende. Zum Gewinnspiel. Den Rest, den ich jetzt noch vom Blubberhaus zur Verfügung gestellt bekommen habe, ist ein kleiner Shot, reicht auf jeden Fall für den RT, auf jeden Fall. Mit Kamin sowieso. Overpacking könnte noch klappen, ja. Den könnt ihr auch gewinnen, lasst es euch zukommen. Und zwar habt ihr Zeit bis zum 27.12. Was ihr machen müsst, zwei Freunde im Beitrag unten mal gucken in der Videobeschreibung. Da findet ihr nochmal den Link zu meiner Facebook-Seite und da könnt ihr eben nochmal die zwei Freunde dann wie gesagt verlinken. Liken ist auch Pflicht, teilen ist keine Pflicht. Wiederhole mal, keine Pflicht, ist natürlich sehr nett, wenn es gemacht wird. Erreicht dann einfach mehr Leute, die dann die Möglichkeit haben, diesen Shot eben zu gewinnen und eben eine der neuen Ultimate Black Sorten mal so zu probieren. Ein kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk zum Beispiel auch, wenn man den eben gelutscht hat. Und ja, wie gesagt, das einfach mal machen. Link ist unten in der Beschreibung. Ja, wir rauchen jetzt nochmal ein bisschen weiter und wünschen frohe Festtage soweit, ne? Schöne Weihnachten. Der Bart sitzt. Er muss sitzen.